Ach komm, ihr wolltet es doch auch sehen. Keine falsche Bescheidenheit hier. Wir haben eh zu viel Munition für den Granatwerfer. Ich wüsste auch nicht, wann ich ihn sonst mal benutzen sollte. Ich möchte übrigens festhalten, wir haben jetzt 5 Schneeleoparden getötet, nur wegen dem blöden Secret-Drachen. Und wenn ich den Golddrache nicht finde, dann war das völlig umsonst, was ich da bisher gemacht habe. Aber ich speichere trotzdem mal. Oh. Oh, da kann man runter. Nein, nicht so runter, nicht so runter. Ich wollte langsam runter. Mist. Nehme ich da überhaupt langsam runter? Ich meine, das ist ziemlich schräg hier die Stelle. Ah doch. Also mal rein theoretisch, wenn ich da runterkletter, ich komme vielleicht in die Nische da rein, aber wie soll ich wieder hier hochkommen? Das ein bisschen sieht es nach Todesfalle aus. Ich weiß, dass es in den alten Tomb Raider-Spielen durchaus Todesfallen gab. Nein! Boah, Mann, kletter doch einfach rein, Lara. Mach da nicht so ein Geschiss drum. Ich hab doch schon gesehen, dass da hinten der Golddrache lag. Ich meine natürlich, ich hab gesehen, dass da ein silberner Schlüssel lag. Aha. Ich bin jetzt doch etwas verwirrt vom Leveldesign hier. Ich hatte jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, wo wir jetzt gerade hinkommen. Oh, könnten wir eigentlich den auch da hinlocken und dass der die Eiszapfen da auslöst? Boah, die sind echt fies gemacht, die sieht man kaum.
Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ah, okay. Ja, okay. Oh, warte mal, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Der ist bestimmt für die Hütte. Zugbrückenschlüssel. Er ist bestimmt nicht für die Hütte. Schade. Aber das heißt, dass wir da. Okay, also aus meiner ersten Deutung, dass es sich hier um eine Todesfalle handelt. Ich versink übrigens in meinem Stuhl. Schlimm. Also aus dem Anfangsverdacht der Todesfalle ist jetzt eigentlich ein. Wir müssen hier lang. Und wie komme ich da jetzt wieder rüber? Was ist denn da hinten noch? Komm mal da hin. Nee, da kann ich so nicht hin. Wieso speichere ich eigentlich immer? Ich weiß doch, dass ich es eigentlich kann mit den Sprüngen. Naja. Einmal Schisser, immer Schisser. Oh, wie cool, ein zugefrorener See. Das ist ja cool. Ich finde, hey, das ist voll cool. Noch cooler wäre es, wenn jetzt hier die Ketten von dem, oder die Raupen von dem Schneemobil hier so Spuren hinterlassen würden. Das wäre cool. Ach, Zugbrückenschlüssel. Jetzt. Ja, denn. Da kommen wir nicht zufällig hoch. So, den parke ich da schon mal, den brauchen wir gleich nochmal. Wenn denn dann die Zugbrücke, die eigentlich gar keine Zugbrücke ist, ist ja eigentlich eine Klappbrücke. Zugbrücke hängt für mich an Ketten. Oder es fährt ein Zug drüber. Das wäre dann noch die andere Form der Zugbrücke. Lustig wäre dann theoretisch eine Brücke, die man per Kette hochzieht, über die ein Zug fährt. Das wäre dann eine Zugbrücke. Ja, ist egal. So, ich stecke einfach meinen Schlüssel da rein und bin ruhig. Keine Gegner? Schade. Geht es wieder fast wetten können, dass hier irgendwelche Nachzügler-Bösewichte kommen. Ich habe aber gesehen, da drüben sie liegen auf jeden Fall schon mal Schnee. Schneehügel rum, die runterrollen. Wieso steigst du jetzt nicht auf, Lara? Upsa. So. Spannungsmusik, obwohl keine Spannung mehr drin ist. Die haben jetzt hier auch nichts hinterlassen, oder? Tomb Raider, die Hinterlassenschaften der Schneelawinen. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viel Spannungsmusik gibt. Nee, da komme ich auch nicht hoch.
Es sieht jetzt aber auch nicht danach aus, dass da irgendwo noch der goldene Drache versteckt wäre. Ja denn, wenn die Spannungsmusik schon da ist, dann... Was? Hey, was? Ich sollte vielleicht den Shader von der Kamera hier mal anpassen und sollte hier vielleicht nicht Schneeflocken runterrieseln lassen, sondern facepalmende Teebeutel. Wo kam jetzt auf einmal die Explosion hin? Ach, das geht auch mit Turbo nicht. Menno. Nö, 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 nö. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Ich bin durch die Brücke gefallen. Ja, ich würde sagen, die Zugbrücke ist echt durchgefallen. Und ich glaube, jetzt verstehe ich, wo das Geräusch herkam. Der Rückweg ist dicht. Ich verstehe jetzt trotzdem nicht, wie wir da weiter können. Ich kann nicht über die Klippe da springen. Also zumindest... Ach Gott, muss ich dann jetzt... Oh Gott, ich muss wahrscheinlich hier am Rand entlang fahren. Guten Abend, Wall of Flames. Ja, ich muss da am Rand entlang fahren. Hä? Hier waren wir doch. Hä? Hey, die haben in diese spannende Musik, haben sie das Theme wieder reingemischt. Ich finde die Musik gerade cool. Das ist jetzt doch aber hoffentlich der Hüttenschlüssel. Ja, sehr schön. Was war das? Ich bin quasi tot. Wie es mir geht? Oder wie es Sherry geht? Wie mir geht's? Ja. Sagen wir mal, passt. Da ist ein Bildfehler links. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich jetzt eigentlich dem sein? Ach so, warte mal, wenn ich da jetzt... Oh, nice. Nice. Das
So, ihr lieben Schneeleoparden, wollt ihr noch mal eine Runde? War das Hebel? Der war ja vorher auch schon da, oder? Ist das hier eine Abkürzung? Also zwei Spannungsmusikstücke in diesem Level. Ach, da sind wir jetzt. Okay. Blub. Aus. Und schon ist der Ton weg. Aber ist das jetzt... Boah, ich... Komme ich da jetzt mit dem Schneemobil darüber? Oh Leute, macht das doch nicht immer so kompliziert hier. Das ist ja furchtbar. Nein, so klappt das nicht. So, brauche ich doch gar nicht. Ich komme doch auch so zurück. Hä? Es gibt hier ein kleines technisches Problem. Dieses Ding hier hat kein Turbo, weil der Turbo ist das Maschinengewehr. Ich brauche also mein ursprüngliches. Yuppie! Planet-Golf tritt der T-Runde bei. Yuppie! Herzlichen Dank, Planet Golf. Oder Planet-Golf, wie das meine nette Wiki so schön sagt. Ja, willkommen mit der T-Runde. Danke für den Follow. Okay, jetzt mal eine blöde Frage. Wieso kann ich hier hin? Bestimmt nicht, um die schöne Aussicht zu genießen. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich hier hin kann. Sei es drum. Ich hole mir jetzt mein altes Schneemobil. Mein altes Playmobil. Und... Hier noch irgendwas? Nein, hier haut sich Lara nur sein, ihr Köpfchen an. So, und dann gehen wir da nochmal mit Turbo Boost rüber. Wir haben jetzt eigentlich unseren Hüttenschlüssel, also egal was es hier in diesen Schneebergen sonst noch gibt. Da hinten? Ach, was weiß ich. I am very confused. Confused. Also dieses ganze Level-Design hier, es sieht so ein bisschen aus, als ob hier noch irgendwelche Geheimnisse versteckt sind, die ich gerade einfach nicht sehe. Aber damit müssen wir jetzt wohl erleben. Juhu! Gab's hier nicht auch noch irgendwo einen Abgrund? Ja. Nein! Ich sehe nichts. So, wo geht's jetzt nochmal lang? Da ging's lang. Da sind doch schon wieder mal... Och nö, jetzt ist hier Schneemobilsperre.